Jetzt schon einfach mal ein Abo da lassen. Ich bin heute auf dem Weg zum Christian. Heute machen wir Teiletauschgeschäft. Also kein Bargeld. Ich gebe dem Christian ein paar Teile, die er unbedingt braucht und bekomme dafür von ihm Teile, die ich brauche. Gerade was den Golf hier betrifft. Ja, muss ja langsam mal irgendwie was werden hier. Ich will ja TÜV machen. Ein paar Sachen fehlen jetzt noch, die ich machen muss, wie die Hinterachse und die Auspuffanlage und im Innenraum auch noch ein paar Teile einbauen, die einfach fehlen oder kaputt sind. Ja, wenn das Fahrzeug fertiggestellt ist, wird es auch direkt verkauft. Also ich sag's euch jetzt schon, ihr könnt den Golf dann für den Preis kaufen, den ich bezahlt habe mit Reparatur und TÜV. Ich will daran kein Geld verdienen. Ich will den einfach nur verkaufen, damit ich endlich mein Daily anmelden kann. Und ich hoffe, irgendjemand einfach vielleicht Spaß hat, an dem Golf hier weiterzuarbeiten. Oder er fährt ihn einfach 2 Jahre, ist mir scheißegal. Ja, das ist der Plan. Also, bis gleich, Leute. Elektrisches Tor ist ja schon mal geil. Darf ich überhaupt filmen? Darf ich überhaupt filmen? Moin. Einfach kurz gerade hin und dann links. Gut. Hundi. Die ist schon fett. Den kennst du noch, oder? Mit den haben wir das ja, aber das sah doch nicht so aus. Nee. Da war der noch Standard, oder? Ja. Ja, so halb. So halb. Oh, du hast noch gut zu tun. Ich habe schon angefangen, die habe ich heute auch. Was, die Kotflügel? Ja, originale. Ach, mit die vom vom Allroad. Genau. Was sind das jetzt vorne? 9,5? Nee, 10. 10. 10 mal 18. Drüben ist schon 2,25. Und hinten ist? Auch 2,25. Aber hier die Seite nicht, das ist noch 2,55. Ja, kann sogar noch Spurverbreitung drunter, hä? Ja, liegt schon da. Liegt schon da. Ah, doch, ist schon fett. Hast du noch gut zu tun hier, Alter? Alles da. Ja, doch. Hat was. Slicks oder wie? Die schönen ATS-Felgen? Das war eigentlich
eigentlich anders geplant, aber jetzt sind sie einfach. Rarität Deko, ja? Und Löwenhund. Ja, kannst du ja irgendwann immer noch benutzen. Oder hast du bloß noch die zwei? Nee, ich habe einen ganzen Satz. Das war der Golf von deinem Vater. Hast du den noch tiefer gelegt oder war der schon tiefer gelegt? Der war schon so. Sieht auch schick aus eigentlich. So wie er ist, oder? Kann man so lassen. Mit Chromgrill. Ja, wollten sie, ne? Deswegen lassen wir es auch so. Ja, ich finde ihn gut so. Ja, es riecht nach Katze, ich weiß. Oh, hast du schon was gefunden oder wie? Ich bin gerade erst mal am Aussortieren, weil ich habe das Regal dann eingeräumt, bevor es geschifft hatte. Ja. Und man muss jetzt erst mal selber gucken. Ja, gucken wir mal. Ich mache mal. Schau mal die Kamera weg. In aller Ruhe. Ich kann dir auch jetzt anbieten, dass es leider kurz. Alles war kühl, aber es ist nicht eisgekühlt. Du hast was zu trinken? Eigentlich habe ich was zu trinken. Hast du Radler? Ja, na klar. Du hast keinen Glück, ich habe sogar Gösser. Geil. In Gösser nehme ich, ja, definitiv. Was ich daraus geballt habe. Ja. Aber Kleiner, da freut sich nämlich schon. Also wie gesagt, der geht definitiv an. Aber dein Glück. Wurde den angerufen, das Alter, das war aber schön. Weil da war der warm. Wenn der warm ist, geht er halt nicht wieder an. So, das liegt aber an diesem Scheiß. Kommt die. Der drückt den Sprit nicht mehr hoch. Wenn du richtig rupst, dann kommt er. Und wenn er läuft, läuft er. Also, du baust ja eh auseinander. Ja. Da kannst du dir den Scheiß ja angucken. Ich denke, du wirst die Fehler finden. Der Sprit ist auch noch drin. Ich riech schön in meinem Hänger verbrannt. Vorhin extra sauber gemacht, das Ding. Weil ich nachher noch putzen muss, diese Scheiße. Ja, das muss ja auch noch renovieren. Das ist nicht stimmt, ich hab's gesehen. Und Hänger sauber gemacht, weißt du, das Ding hier reingehauen und dachte ich mir, oh, ist der Hänger gleich wieder dreckig. Das stinkt halt wieder, aber das ist scheiße, dass das. Also, wir können ja versuchen anzuruppen, wenn der kalt ist, klingt es eigentlich immer. Aber. Ich hab's halt einen Tag auf Schädel an den Tag einfach hier gebacken. Ist das der Arnold-Motor oder was? Ich wollte nicht schauen. Du sagst schon so, wie es ist. Ich kann dich dann abbauen bei den Händlern. Da geht es ja nur um das Angeschraube an der Seite. Das ist, wenn du die Seite festgedrückt hast. Und hinten diese komische Katze, da ist ein Grinsen. Guck ja, genau drauf. Ja. Das ist echt. Also. Da ist schon. Ich hatte mal noch einen Witter, aber da bin ich nicht rein. Das ist ein Genau, das ist aber Golf 2. Eigentlich ist immer Vento, aber hat es nicht. Aber Vento Scheiße. Ist nicht mehr da. Nein, du bist weg. Würde ich mitnehmen. Habe ich die hinten komplett? Kann ich die noch dran machen? Wir sehen uns. Bis dann. Jo, ciao, ciao. Schauen wir mal, wie die Ausbeute ist. Also ich habe die Pinnippel und die Gummis für die Spiegel. Sehr wichtig. Dann haben wir hier ein paar Teile. Die zwei Radläufe für vorne. Eine schwarze Blende fürs Radio. Die Blende für die Heckklappe. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber das ist okay.
Besser als nichts, ja? Dann haben wir die Grillblende, also sprich Aschenbecher raus, Grillblende wieder rein. Die Leiste habe ich bekommen. So, den Kalkzementputz habe ich natürlich gekauft. Ja. Hier ist eine Achse Golf 3 VR6. Stoßstange vorne, Stoßstange hinten, ohne Schraubenlöcher an den Seiten, zwei dunkle Türverkleidungen für den Jetta Coupé, ein Jetta Schlossträger und die Mittelkonsole von dem Corrado Armaturenbrett. Ich habe ja noch das Corrado Armaturenbrett. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nochmal, verdammt. Ich habe noch das Corrado Armaturenbrett und habe überlegt, ob ich das in den VR6 Golfumbau reinbaue. Jetzt habe ich die passende Mittelkonsole dazu. Keine Ahnung, ob ich das mache, aber ich habe wenigstens die passende Mittelkonsole dazu. Ja, ich habe den Christian originale schwarze Heller-Rückleuchten mitgebracht, die beschädigt waren. Und zwar hier oben. Auf dem schwarzen Kunststoff war was rausgebrochen und unten auch. Das hat man nicht gesehen, wenn die verbaut sind. Aber er möchte gern was testen. Ja, und der Rasenmäher. Der Rasenmäher ist für seinen Sohn. Der möchte gerne ein Go-Kart haben. Ja, also Tauschgeschäft. Ich finde es ist okay. Ich brauche die heller Rückleuchten sowieso nicht. Ich habe noch ein paar schwarze und noch ein paar schwarze von einem anderen Hersteller. Von daher ist es nicht schlimm. Ich habe ihm geholfen, er hat mir geholfen. Ich finde, das ist voll okay. So viel zu diesem Video. Drei Sachen habe ich noch. Erstens, wenn ihr einzelne Videos sehen wollt von Christian seinen Fahrzeugen, also sprich dem A6, den silbernen Golf oder dem grünen Golf, dann schreibt es jetzt unter die Kommentare. In die Kommentare. Zweite Sache, lasst mir einfach ein Abo da. Es ist kostenlos und ihr seid dann immer auf dem neuesten Stand. Und es hilft mir und es hilft euch. Mir hilft es natürlich, weil ich einfach mehr Abonnenten habe und mehr Zuschauer. Vielleicht in Zukunft. Und dadurch einfach mehr für euch machen kann. Und das hilft euch. Weil ihr dann einfach noch mehr Unterhaltung bekommt von mir. Ganz einfach. Also, abonnieren, liken, kommentieren. Die dritte Sache, ganz wichtig. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und damit bin ich raus. Peace.